herzlich willkommen. Ich bin Elke Kuhlmann und ich freue mich, dass ich so hohen Besuch hier habe heute und dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Es geht heute um die Frage Bogenschießen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ja, und das wollte ich euch heute erklären und den Bogen mal ein wenig spannend euch sagen, um welchen Punkt es heute geht, damit ihr ungefähr so einen Faden habt in meinem Vortrag. Es geht erstens um die neue Arbeitswelt, dann wir sind gerade beim Beginn und wo du gerade eben da bist, wie ich den Bogen zu der Frage spanne, Bogenschießen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da gehen wir drei Themen durch, einmal die neue Arbeitswelt, dann die aktuelle Ausgangslage und dann das Zusammenspiel des intuitiven, meditativen und therapeutischen Bogenschießens. Ich selber habe vor knapp 15 Jahren mit dem Bogenschießen begonnen. Das war in einer Zeit, wo es um immer mehr, immer größer, immer weiter ging. Und da ging es auch um Bogenschießen mit technischen Hilfsmitteln und Vorrichtungen. Darum, um Leistung, Wettbewerb und Meisterschaft. Eigentlich, ursprünglich komme ich aus der Zahlenwelt und habe da in der freien Wirtschaft trage ich Verantwortung für den Bereich Finanzen, den kaufmännischen Bereich, Personalentwicklung und auch Krisenmanagement. Und in diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, wie wichtig es ist, die Menschen von Beginn an in die Prozesse einzubinden, Verantwortung zu übertragen und den Menschen als Ganzes in den Mittelpunkt zu stellen. Und dafür war meine Ausbildung oder so eine Fortbildung im Jahr 2018 zur New Work Managerin eine hilfreiche Unterstützung, aber es war eigentlich noch mehr mit diesen neuen Denkweisen in der neuen Arbeitswelt, zu dem Paradigmenwechsel und dem Kulturwandel, in dem wir uns befinden, hat das Ganze mein eigenes Leben verändert. Mich aus meinen grauen Mustern rausgeholt und mir tatsächlich erfolgreiche und glückliche Phasen in meinem Leben bereitet. Und ich hatte das Glück, dass ich dadurch bei den Menschen mir gegenüber inneres Leuchten aus den Augen sehen konnte. Ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt, das ist nicht schlimm, ne? Neue Arbeitswelt. Ich habe schon eben gesehen, New Work, da gehen bei manchen direkt erstmal so die Augenbrauen nach oben. Was heißt New Work? Das heißt nicht, wir ziehen uns alle Turnschuhe an, haben uns alle lieb und gehen ins Homeoffice. Nein, das gehört mehr dazu. Es gehört ein, das kommt darauf an, oder es ist wichtig, die Menschen, Mitarbeitenden an das eigenverantwortliche Denken und Handeln heranzuführen. Und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das auch eigenverantwortliche Denken und Handeln auch gerne über den Arbeitsbereich hinaus. Dann geht es zweitens darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ja, wie macht man das denn? Habt ihr eine Idee? Wie stellt man Menschen in den Mittelpunkt? Ich verrate es euch mal. Ja, oder? Beteiligungsmöglichkeiten. Ja, genau, gute Idee. Echte und ehrliche Wertschätzung zu schenken
und mit ihnen auf eigene Augen, auf eigene Augenhöhe zu kommen. Das heißt, ihn auch mal nach seinem Befinden zu fragen. Wie sieht es denn aus? Was macht das kranke Kind? Ist es wieder gesund? Oder wie ist das denn mit der teuren, unerwarteten Autoreparatur ausgegangen? War es wirklich so teuer? Belastet dich das finanziell? Oder was macht denn eigentlich dein Hobby und deine Achtsamkeit zu dir selbst? Und wenn wir dann auch, was ganz wichtig ist, unsere eigenen Mauern bröckeln lassen, etwas selber von uns preisgeben, dann kommen wir auf diese Ebene der Kommunikation. Und auf die Ebene der Kommunikation und diese gleiche Augenhöhe im Austausch und auch auf der Arbeitsebene. Zur neuen Arbeitswelt gehört auch der Tätigkeit einen Sinn zu geben. Das heißt, was du gerade schon sagtest, die Leute mit einzubeziehen. Erstmal zu Flieter fragen, was machst du denn eigentlich bei deinem Job? Warum machst du das? Weißt du das eigentlich? Und zu 99% wird erstmal die Antwort kommen, haben wir schon immer so gemacht, hat irgendeiner mal gesagt. Und es geht ja darum, die Sachen erstmal zu hinterfragen. Dabei kann man auch schon die ersten Zöpfe abschneiden. Und weil man braucht das eigentlich gar nicht, dann geht es darum zu erklären, warum arbeiten wir zu für die nächste Abteilung oder warum arbeitet die eine Abteilung auf uns zu. Das heißt, es macht Sinn, wenn wir alle wissen, was wir tun, weil dabei stellt sich zum Beispiel auch heraus, ach, was die machen, das mache ich ja eigentlich auch, und dann können wir uns das schon mal einsparen und den Job dann nicht mehr zu machen. Und wenn wir diese Prozesse dann halt verstanden haben und gemeinsam die Sache nach vorne tragen im Betrieb und jeder sich darin wiederfindet und von innen heraus dahinter steht, dann entsteht ja auch so eine Eigendynamik. Das heißt, wir bekommen nicht mehr gesagt, was wir tun sollen, sondern wir können unseren eigenen Beitrag zum großen Ganzen leisten. Und da hat auch schon Steve Jobs gesagt, so sinngemäß, wir stellen die klugen Köpfe nicht ein, damit wir ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern wir stellen die klugen Köpfe ein, damit sie uns sagen, was wir tun müssen als Arbeitgeber, damit es alles vorangeht. Genau. Führungskräfte sind also nicht mehr als Dompteure unterwegs, die ihre Mitarbeiter, wie hier in diesem Zirkuskarussell, morgens anstellen und abends wieder abstellen, sondern sie sind dafür da, die Mitarbeitenden dafür zu fördern, Energien freizusetzen, ihnen Raum zu geben, sich finden zu lassen, was sie wirklich, wirklich wollen und können. Und diesen Ansatz hat bereits vor mehr als 40 Jahren Professor Dr. Friedhof Bergmann hat er die Vision für neue Arbeit und dabei den Begriff New Work schon entwickelt, vor mehr als 40 Jahren. Und er hat auch die Frage gestellt, immer wieder, es geht darum, was wir wirklich, wirklich wollen und auch darum, wer bin ich überhaupt? Was ist für mich in meinem Leben wesentlich? Was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Und was tut mir gut? Und was tut mir nicht so gut? Es geht darum, einmal, wenn wir finden, was uns gut tut, was wir gerne tun im Job, können wir, was wir eben schon gesagt haben, intrinsisch aus uns heraus zum Job beitragen, zum großen Ganzen.
Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, wenn wir uns die Frage beantworten können, die sehr wichtig ist im Leben, wer bin ich, um unseren Lebenskreis zu schließen. Zu sagen, ja, bei mir ist alles rund, es ist jetzt alles gut in meinem Leben. Denn da hat auch Friedrich Bergmann von einer Geschichte erzählt, von Tolstoi, wo es um den Iwan Iljitsch geht, der in den letzten Tagen seines Lebens schreit, er wirklich laut schreit, weil er erkannt hat, was er im Leben alles versäumt hat. Und diese Geschichte hat mich persönlich auch nochmal getroffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch oder Ihnen ist, wenn man da schon mal so die letzten Stunden begleitet hat, wo sowas zwar nicht geschrien, aber geflüstert wurde. Es ist also wichtig, dass wir uns mit diesen Denkweisen in der neuen Arbeitswelt auseinandersetzen, wenn wir in dieser strammen Zeit gerade, wenn wir dieser strammen Zeit gesundheitlich und auch wirtschaftlich standhalten. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt unserer Ausgangslage. In dieser digitalen, schnelllebigen, verrückten Zeit, da prasselt so einiges auf uns ein. Da haben wir es ist eine Zeit voller Krisen und Veränderungen, wir haben mit Angst, Überforderung und Unsicherheit zu tun. Es gibt so Gattungen, die haben keine Angst und sind nicht unsicher, aber die verlaufen vielleicht die Motoren bei der Erfüllung der Herausforderung heiß. Ja. Damit zum Beispiel das Thema bei den neuen Arbeitsmodellen, mal als Beispiel, da müssen die Arbeitgeber oder Führungskräfte sollen jetzt in diesem Modell Verantwortung abgeben. Das heißt aber, sie bekommen, es entsteht Kontrollverlust und damit halt Unsicherheit. Die Arbeitnehmer sollen Verantwortung übernehmen, sie sollen eigenverantwortlich denken und handeln. Die sind aber in dieser Phase, in dieser verrückten Welt gerade damit unterwegs, ihre Prozesse überhaupt hintereinander zu kriegen und mit Work-Life-Balance und Homeoffice in dem Tempo sind sie vielleicht auch überfordert. Was passiert denn dann mit uns und mit unserem Körper, wenn wir mit Angst, Überforderung, Unsicherheit oder anders gesagt mit zu heiß gelaufenen Motoren zu tun haben? Was passiert da mit uns? Wir ziehen uns zurück oder gehen in Angriff? Genau, Stress. Also das Stress, wie wirkt sich das auf den Körper aus, auf die Anspannung? Ja, Anspannung. Krankheit. Genau, damit verbunden. Arbeitslosigkeit. Ja. Depressionen, Burnout, Angststörungen, Kopf-, Nacken-, Rückenschmerzen, einfach pure Verspannung. Und Aggression. Aggression. Gegen eine Familie. Ja, genau. Dankeschön. Das heißt, wir haben es hier am Arbeitsplatz mit physischen und psychischen Belastungen zu tun. Die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden sinkt und damit sinken auch die betriebswirtschaftlichen Zahlen. Die Situation am Arbeitsplatz hat also immer Einfluss auf die Gesundheit und die Befindlichkeiten der Mitarbeitenden. Egal, ob es jetzt im Homeoffice ist, in der Verwaltung oder ob es in der Produktion ist, im
Vertrieb oder bei der Technik, die Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass diese Einflüsse die Mitarbeitenden nicht krank machen. Denn sie haben eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, in dem Zusammenhang kommen wir mal kurz auf das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da geht es um drei Punkte. Einmal die normalen gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz. Dann geht es um die körperlichen oder die physischen Belastungen. Moderne Unternehmen bieten da auch bereits schon im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung Rückenschule, Massage oder Yoga an. Und dann gibt es aber noch die psychischen Belastungen, die bei den Unternehmen und bei den Betroffenen tatsächlich auch oft Tabuthemen sind. Und diese Tabuthemen dürfen wir tatsächlich nicht unterschätzen, denn sie haben können große psychosomatische Erkrankungen hervorrufen, die lange anhalten und am Ende dann auch sehr kostspielig werden. Jetzt hatten wir ja eben den Friedhof Bergmann und diese Geschichte mit New Work. Wir kommen alle zu uns. Bergmann sagt auch, wir sollen uns bei New Work entwickeln, von den Verwicklungen des Lebens. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ja, wie macht man das denn? Wie komme ich denn daran? Da gibt es ganz gute, hier und da ganz gute kleine Ansätze. Und in diesem Rahmen, wo ich in diesem New Work-Thema drin war, mich da selber auch entwickelt habe, bin ich erneut zum Bogenschießen gekommen, und zwar zum rein traditionell intuitiven Bogenschießen. Und dabei ist bei mir so der Funke angesprungen, dass ich gedacht habe, ja, das ist das Werkzeug, womit wir uns zum Thema New Work, zum Thema Gesundheit entwickeln können. Entwickeln von unseren Verwicklungen des Lebens. Mit dem Bogenschießen. Mit den Ansätzen des intuitiven, meditativen und therapeutischen Bogenschießens. Fangen wir mal beim intuitiven Bogenschießen an. Viele Variablen beeinflussen den Pfeilflug. Hier geht es um den komplexen Bewegungsablauf. Ohne besondere technische Hilfsmittel und Zielvorrichtung. Wir haben ja bestimmt ein paar Bogenschützen unter uns. Was wäre denn so ein Aspekt zum intuitiven Bogenschießen? Wo kommt es denn drauf an, wenn wir anfangen zu schießen? Ist eine Idee? Innere Ruhe. Innere Ruhe. Konzentration. Konzentration. Die Haltung. Sehr gut. Die Haltung. Wie bitte? Standfestigkeit. Standfestigkeit, genau. Wir fangen mit dem sicheren Stand an, gehen in die lockere Haltung, aber auch in die Körperspannung. Wir ziehen uns am Faden nach oben und gehen in die Spannung. Wir heben den Bogen, wir spannen, und durch die Rotation, indem die Schulterblätter hinten zusammengehen, löst sich der Fall, und dadurch wird auch nochmal die Rückenmuskulatur ordentlich trainiert, wenn wir das kontinuierlich durchziehen. Und erst wenn der Fall im Ziel angekommen ist, dann gehen wir in die Entspannung. Das heißt, es ist ein Zwischenspiel zwischen Anspannung und Entspannung, was hier jetzt den Körper ganz besonders auch trainiert, und vor allem trainiert es auch erstmal unsere Achtsamkeit. Wir merken spätestens dann erst einmal, wie oft wir wie so ein Schluck Wasser in der Kurve stehen im Alltag, oder dass wir mal wieder ins Hohlkreuz fallen, oder wie angespannt wir vor unserem Computer sitzen. Es sind hier die körperlich-motorischen Aspekte, die hier beim intuitiven Bogenschießen zu tragen kommen. Und wenn wir das immer kontinuierlich geübt haben, was wir heute auch schon ganz oft gehört haben, dann ist der Geist frei für das meditative Bogenschießen.
Beim meditativen Bogenschießen kommt es nicht darauf an, die Mitte des Ziels zu treffen, sondern unsere eigene Mitte zu finden. Es geht um die geistig-seelischen Aspekte, die ja oft auch so belächelt werden. Aber vieles, was viele Veränderungen werden anfangs belächelt, in der Mitte bekämpft und am Ende kopiert. Es geht also um diese geistig-seelischen Abläufe, die wir unterstützen, durch fließende Bewegungen. Und zu diesen fließenden Bewegungen beim Bogenschießen üben wir noch mit leichten Qigong-Übungen, lassen wir einfließen. Diese Qigong-Übungen finden sich hinter in unserem Bewegungsablauf wieder. Und es ist also, zu diesen fließenden Bewegungen kommt die Ruhe, kommt der erfahrbare Atem. Dadurch kommen wir immer tiefer zur Ruhe, auch hier wieder durch die immer wiederkehrenden Bewegungen mit Ruhe, Achtsamkeit und Atmung, kommen wir am Ende zu einer Klarheit, Wachheit und Absichtslosigkeit. Kommen wir zu unserer persönlichen Meisterschaft. Das hört sich jetzt so vielleicht erstmal ein bisschen spooky an, ne? Ist aber gar nicht so schlimm. Und zwar komme ich jetzt hier auch wieder auf Friedhof Bergmann, auf Neue Arbeitswelt. Es geht ja darum, uns zu entwickeln von den Verwicklungen des Lebens. Und wie oft sind wir von Kindesbeinen an umgarnt worden, was gut für uns ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Das machen wir auch heute so. Nee, den Verbesserungsvorschlag brauchen wir jetzt nicht. Wir machen das so wie immer und ist auch alles gut so. Da haben wir im Laufe der Zeit durch Erziehung, Kindergarten, Ausbildung, Beziehung und so weiter, sind wir immer mehr umgarnt worden und es ist ein Riesenknäuel um uns. Und wir stecken in einer Rolle. Früher als Kinder, da haben wir auch Rollen übernommen. Da haben wir Räuber und Gendarmen gespielt, Cowboy und Indianer, Vater, Mutter, Kind. Wir haben die Rolle gespielt. Wir haben sie aber auch wieder abgegeben und konnten wieder Kind sein. Und heute stecken wir durch diese Umgarnung liebevoll, mehr oder weniger stecken wir in einer Rolle. Und mit diesem Bogenschießen, dem intuitiven und meditativen Bogenschießen, können wir uns entwickeln. Dieses Knäuel entknäuen und kommen an unser Ich. Wir können durch diese intuitive Bogenschießen Verbindungen zu uns auch selbst aufbauen. Das ist ganz speziell beim Ankern. Wir können Ist ein Ritus dabei wichtig? Ja, genau. Also es ist immer wiederkehrenden Bewegungen und Abläufe lassen uns genau, also zu uns selbst finden und zum Hier und Jetzt noch zu öffnen. Wir kommen ins Hier und Jetzt und zu unserer persönlichen Meisterschaft. Und damit erkennen wir, wenn wir bei uns sind, mit der Achtsamkeit, was uns wirklich gut tut. Und dabei sehen wir auch, ja, was wir wirklich, wirklich wollen und können. Und diese ganzen Geschichten, die wir eben bei der neuen Arbeitswelt hatten, die kommen jetzt hier alle durch diese Geschichten, durch diese Bewegungsabläufe, durch die Ruhe, durch die Entspannung, kommen wir auf diesen Punkt.
Als nächstes haben wir noch das therapeutische Bogenschießen. Da hatten wir eben auch nochmal ganz toll die Aspekte von Karl-Heinz Schäfer aufgeführt bekommen, dass es dabei um erstmal im Rahmen der erfahrungsorientierten Therapie geht es um den Bezug vom Bogenschießen zum eigenen Leben. Was wir dafür oft gerade bei dem Thema Loslassen, bei dem Thema Ankern, kommen wir immer wieder an Punkte heran und wir können in dieser komplexen Welt auch mal einfach in eine Schieflage kommen. Und so können wir durch das Bogenschießen unsere eigenen Problemfelder entdecken und sie damit dann bearbeiten, können Übungen oder symbolische Handlungen dazu ausführen. Und dieses therapeutische Bogenschießen fließt auch mit in das meditative Bogenschießen ein. In unseren Gruppen hatten wir zum Beispiel eine junge Frau, die war sehr schüchtern und hat durch dieses Bogenschießen tatsächlich auch mehr Selbstbewusstsein mitgenommen und konnte dann ihrem Vorgesetzten, als neuer Vorgesetzter ins Haus kam, konnte sie ihm erzählen, wie, dass sie ihren Job nicht richtig ausführen kann und dass sie da gesetzliche Auflagen einhalten muss, das geht aber irgendwie nicht. Und er hat erzählt und erzählt und dann wurde er hellhörig und hat gesagt, ja mein Gott, das ist ja ganz schlecht, ne? Was brauchst du denn? Brauchst du mehr Zeit? Und sie, oh, ja, gerne. Brauchst du mehr Leute? Was brauchst du, ne? Und bei ihr ging die Sonne auf und bei ihm ging im Grunde genommen auch die Sonne auf, weil sie den Betrieb davor hohen Vertragsstrafen geschützt hat. Auf der anderen Seite hatten wir jemanden, der nicht so richtig zur Ruhe kam, weil er einfach Probleme mit dem Ankern hatte. Er konnte keine Verbindung zu sich selbst aufstellen und jetzt haben wir es raus und nach langem Üben haben wir dann auch noch kleine Problemchen entdeckt und haben diese am Ende aus dem Weg geräumt und der junge Mann ist jetzt auch zur Ruhe gekommen und fühlt sich wohl dabei. Und dann hatten wir noch als drittes Beispiel, hatte ich in einer anderen Gruppe schon vor längerer Zeit, im Bereich therapeutisches Bogenschießen, eine Teilnehmerin, die hat dann am Ende ihre Schwiegermutter auf den Pfeil gesetzt und sie in den Wind geschossen. Da träumt vielleicht mancher noch von. Ja, man kann also sagen, das Bogenschießen einmal mit dem körperlich-motorischen Aspekt und einmal mit den geistig-seelischen Aspekten haben positiven Einfluss auf die physische und psychische Belastung sowie auf Verhaltensweisen und Anspannung. Beim betrieblichen Gesundheitsmanagement ist es das Ziel aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Das muss man auch immer sehen. Es geht einmal um die Gesundheit und auf der anderen Seite geht es auch wirklich darum, betriebswirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht dafür Sorge tragen, dass alle Mitarbeitenden gesund bleiben. Und das Thema New Work und das Thema Bogenschießen trägt aus meiner Erfahrung absolut dazu bei, dass wir das betriebswirtschaftlich und unterstützen und die Gesundheit der Mitarbeitenden gefördert wird, beziehungsweise Symptome gelindert werden. Sollen wir nochmal zusammenfassen, was wir nochmal für gesundheitliche Aspekte haben? Wir hatten eben zum Beispiel die Rückenschmerzen, die können wir jetzt lindern durch
ruhiges, kraftvolles Bewegen. Was war noch so hängen geblieben? Fokussieren. Fokussieren, genau. Ruhe. Ruhe. Standfestigkeit. Standfestigkeit, Selbstbewusstsein. Regulierung von Herz und Kreislauf durch kraftvolles, angenehmes Bewegen. Also kann man schon sagen, dass wir hier zu dem Ganzen gut beitragen können. Ich habe ja auch noch zum Schluss eine kleine Geschichte. Da gibt es so ein kleines Buch von Paulo Coelho, Der Weg des Bogens. Da gibt es einen Herausforderer und einmal den besten Bogenschützen des Landes, der heißt Tuzaya. Und der Herausforderer marschiert einen weiten Weg zu Tuzaya und fordert ihn heraus. Er stellt sich der Sache auf und sagt, lass uns in den Garten gehen. Und der Herausforderer schießt auf 40 Meter Entfernung eine Kirsche. Wow. Dann sagt Tuzaya, komm, wir gehen mal in die Berge. Und sie gehen in die Berge an einen reißenden Bach. Darüber hängt eine morsche Brücke. Und Tuzaya stellt sich, geht auf die morsche Brücke und schießt ein Pfirsich, trifft ihn auf 20 Meter Entfernung. Der Herausforderer geht mit wackeligen Knien auf die Brücke und verfehlt den Pfirsich auf die 20 Meter Entfernung. Es geht hier bei diesem Zusammenspiel des intuitiven, meditativen und therapeutischen Bogenschießens darum, dass wir uns in unserer Arbeitswelt und auch in unserer privaten Welt und gerade in diesen unsicheren Zeiten auch auf wackeligen Brücken, auf wackeligem Boden immer unsere innere Kraft und Stärke haben und so gut durchs Leben kommen. Und unabhängig, ob es jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement ist, wir haben ja, ich hatte es gerade nicht gesagt, aber ich weiß nicht, ob ihr es gelesen hattet, das Konzept entspricht leider nicht den gesetzlichen Vorgaben. Wir haben es eben in unserem Vorbeitrag schon gehört, aber unabhängig davon kann man mich gerne ansprechen. Ich arbeite mit Kooperationspartnern auch zusammen, dass wir diese Vorgaben, dieses Konzept, was ich gerade so ansatzweise vorgestellt habe, gerne in den Unternehmen oder auch in kleinen Gruppen anwenden. Ja, ich glaube, ich habe nicht allzu viel vergessen, oder? Ja. Weil wenn das alles so in dem Bereich, so wie es wir vorhin auch gehört haben, gesetzlich alles noch nicht so ganz anerkannt ist, wie passt das denn, dass man Bildungsurlaub machen kann, um so eine Übungsleiter-Ausbildung zu machen, beispielsweise für das traditionelle Bogenschießen? Über den Bildungsurlaub geht das? Ja. Ja, eigentlich kann man Bildungsurlaub machen. Kann man alles machen? Da muss das Institut, was die Ausbildung macht, ne? Also wo du zur Ausbildung hingehst, die müssen da so eine Bescheinigung haben, dass die das ausbilden dürfen und dann, das läuft aber nicht über die Krankenkassen, sondern es läuft über die hier wirtschaftlichen Fördertöpfe. Ja, genau. Aber wie das wirklich ist, weiß ich nicht, genau. Ja, man muss sich da öffentlich so ein bisschen zurückhalten, was man da so sagt. Hat sonst noch jemand Fragen? Immer gerne. Wie sieht es dann in der praktischen Umsetzung aus? Also wenn ich mir das vorstelle, ich bin im erlebnispädagogischen Bereich der AWO in Braunschweig tätig zum Beispiel und wir machen viel mit Jugendlichen, aber auch Firmen, Teamtrainings und solche Geschichten und unter anderem Bogenschießen und wir hatten uns vorher schon überlegt, ob wir nicht in dem Setting was anbieten für die Kolleginnen und Kollegen, die von mir aus in den Wohngruppen zum Beispiel sind, weil die aufgrund ihrer Schichtdienste
große Probleme mit ihrer Work-Life-Balance zum Beispiel haben. Ja. Und da dann die Überlegungen hin, Entlastung, Loslassen, Entspannung und so weiter. Und stellen wir uns dann einfach aufs Feld und schießen? Nee, so einfach nicht. Habe ich mir gedacht. Genau. Erstmal ist das Ganze auch eine sehr individuelle Geschichte. Da kommt es auf die ganze Konstellation an, auf die Leute, auf die Organisation und so weiter. Es ist erstmal so, dass wir uns dann mit diesem ganzen Thema, wie ich anfangs gesagt habe, dass wir ganz bei dem rein intuitiven Bogenschießen anfangen, wo es einfach erstmal auch schon darum geht, den sicheren Stand einzunehmen, wie ich es eben gesagt habe, und einfach dieses Bewusstsein, diese Achtsamkeit, sich erstmal mit sich selbst in dem Ausmaß zu beschäftigen und dadurch auch erstmal überhaupt zur Ruhe zu kommen, ne? Irgendwas anderes erstmal dadurch an sich heranlassen zu können. Damit fängt das Ganze an und geht dann halt auch so in dem Thema dann weiter. Also da dann quasi auch wieder vor, also wie in dem Vortrag davor, das Bogenschießen als Medium nutzen, um dann über Erfahrungen, über Gespräche, Parallelen ja, zu der aktuellen Lebenswelt zu ziehen und zu gucken, wo Lösungsansätze versteckt sein können. Genau. Und darüber nichts dann vorbeten, wie das ja auch eben bei Karl-Heinz Schäfer zum therapeutischen Bogenschießen kam und was ja auch der Ansatz ist von diesem New Work, nicht zu sagen, du musst das machen und du das, sondern dass es aus uns selber rauskommt, kommen lassen, ne? Wie wir eben gehört haben. Ach, kommen lassen, genau. Und dafür muss man aber Raum geben. Das kannst du nicht in so einer hektischen, verballerten Welt gerade machen, wie sie um uns rumprasselt, sondern dafür muss man einfach Luft geben. Ne? Und es ist auch so, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich vergessen zu sagen, wenn man den Mitarbeitenden auch den Raum gibt oder Luft gibt, wenn bei denen zu Hause zum Beispiel die Hütte brennt. Ne? Wenn man sagt, komm, ne, dann mach das jetzt erst und andere springen dafür ein oder machen das später. Man kriegt das doppelt zurück, weil wenn im Betrieb brennt auch irgendwann mal die Hütte. Und dann kommt der Einsatz dementsprechend zurück. Ne? Es passt nicht immer alles an jeder Stelle, aber überall, wenn man überall so ein kleines Schräubchen dreht, dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter. Ja, danke für die Frage. Das Intuitive, das Meditative, das kann ich auch dann ganz einfach im Betriebssport dann integrieren. Dann würde ich auch das Therapeutische wahrscheinlich nicht, aber das andere würde einfach eine Betriebssportgruppe dann ja auch gehen. Ja, das muss aber, gehört aber auch schon so ein bisschen, das macht man ja nicht einfach so, ne? Gehört schon so ein bisschen was dann dazu. Ja, kommt es auf den Arbeitgeber an. Achso, du meinst jetzt, dass wir zum Beispiel jetzt bei euch in Betrieb kommen und euch dann das beibringen oder das mit euch... Ja, ich müsste, wenn ich jetzt sozusagen bei mir, also ich arbeite in Hamburg bei Otto, wenn ich da sagen würde, ich mache Betriebssportgruppe Boomsport, kein Problem, würde ich Unterstützung für kriegen, könnte ich machen. Ja, würde gehen. Dann macht man die Tür auf. Das Therapeutische bestimmt nicht machen. Nee, da kann man ja dann vielleicht sich Gäste zu einladen, um das Ganze dann da mal so ein Special zu machen. Ja, genau. Außerhalb des Gesundheitsmanagements. Leider noch, ja. Ja, genau. Aber wenn man dann auf die Förderung verzichtet, kann man es ja trotzdem machen, weil man tut ja was Gutes und man bekommt ja auch auf jeden Fall von den Mitarbeitenden wieder was zurück. Das ist ja der Effekt davon. Diese Win-Win-Situation. Diese Win-Win-Situation, einmal die zufriedenen Mitarbeiter, das steigende Betriebsergebnis und dadurch auch noch die zufriedenen Kunden. Ne? Und so kommt man dann in so eine Eigendynamik nach oben. Jo, sonst noch Fragen? Anregungen? Alle zufrieden? Konnte man halbwegs folgen? Ja.